Nein! Boah, ist das krass hier gerade. Oh Gott, oh Gott, ich mach mir Sorgen. Nein! Ich werd's nicht... Hey ho Minecraft-Freunde, hier melden sich heute zwei Delfine, würde ich mal meinen. Nämlich ist Simon mit dabei bei einer schönen Runde. Ja, guten Delfintag. Bei einer schönen Runde Ender Games. Hoffentlich, mal schauen, ob die schön wird. Und ich sehe da unten gerade schon ein schönes Wasserbecken. Und ich trockne hier schon langsam wieder oben aus an der Luft. Hier ist es echt kalt. Ich ja, muss ich mal wieder ins Wasser. Und ich brauche mal wieder frischen Fisch. Oh. Ja, das Schöne ist, man bekommt ja durch den Delfin nicht nur einen Jump-Boost im Wasser, also man hat da nicht nur diesen Double-Jump, sondern man hat dann auch noch Fisch, wenn man da durchspringt. Ab und zu bekommt man dann schön Fisch. Das schmeckt uns gut, lecker. Ja, richtig. So, auf geht's hier. Mal schauen. 4 Diamanten, zack, so muss das sein. Sehr gut, 4 Eisen. So muss das auch sein. Ich meine, so besser als irgendwie Leder oder so. Ja. Das wäre richtig Panne. So, schauen wir mal, ob ich hier irgendwo was finde. Bin schon auf dem Weg weit weg in die Wildnis. Ganz weit weg. Kriegt man eigentlich Fisch nur im Wasser oder kriegt man immer die ganze Zeit Fisch? Nur im Wasser. Ah, also, okay. Da ist der Delfin so der Fischfänger. Ja, logisch, ne? Ja. Hätte ich mir auch denken können. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt habe ich schon mal eine Workbench gemacht. Ich habe einen Diamant leider nur. Sonst hätte ich mir jetzt direkt ein Diamantschwert gemacht. Ich habe gerade 6 Diamanten. Ich könnte dir einen abgeben, wenn du in der Nähe wärst. Weil wer ist denn in meiner Nähe? Bei mir ist der... Okay, ein Sirnace, so heißt er. Der Sirnace ist in meiner Nähe. Ach, macht ja nichts. Ich bin der Bansi. Und ich mache mir erstmal ein Eisenschwert. So. So, Dele. Okay, jetzt erstmal durch den finsteren Wald hier. Oh, hier sind noch Sachen, die nicht geplündert wurden. Oh ja, oh geil. Oh ja, schleck doch mal, ja. Und in 5 Sekunden geht's los, komm, bist du gut vorbereitet. Ich hab Diamantenschuhe, oder? Ich hab ein Diamantenschwert, läuft. Jetzt brauche ich nur noch Fleisch. Da brauche ich ja nicht mehr zu fragen. Und ein Wasserbecken. So, ja, die Map ist gar nicht so voll mit Wasser, aber auf jeden Fall noch genug. Genau, Hauptsache wir haben überhaupt hier irgendwo Wasser. Die Schutzzeit ist zu Ende. Bei mir ist jetzt in 88 Blöcken jemand in Entfernung. Okay. 74 Blöcke. Bei mir in 45 Blöcke in Entfernung. Ja Leute, wir haben eben gerade schon mal eine Runde Ender Games aufgenommen für Simons Kanal. Sprich, er hat ja momentan eine schöne Ender Games Kit Serie am Laufen. Und wenn ihr noch eine andere Runde von uns beiden sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und da haben wir bei das Schinken-Kit gespielt. Ganz genau. Da hatten wir ganz schön Hunger, da haben wir so viel Schinken gegessen. Da hat der Papa sich sein Schinken geholt. Jo, ich war auch geil. Oh, oh. Pass auf, komm mal. Pass auf, komm. Joa, war das knapp. War das knapp. Boah, ich hab's aber geschafft. Oh, ich war gerade in dem Kampf und wurde dann geportet. 2,5 Herzen. Pass gut auf, komm, jetzt spiel lieber defensiv dann. Ja, ich muss jetzt, wenn ich jetzt geportet werde, ich hab so Schiss jetzt gerade. Oh nein, bitte nicht porten, bitte nicht porten. Scheiße, ich war gerade in dem Kampf und wurde dann geportet. Ich hätte den anderen besiegt, aber jetzt ist der deutlich entkommen. Schade, schade. Schokolade. Ja, wir hatten ja schon in deinem Video angesprochen, vielleicht sind da auch einige deswegen jetzt schon hier fraglich hergekommen. Neue Kids. Dazu wollen wir jetzt aber noch nicht genaueres in dem Video hier was erzählen, sondern wahrscheinlich dann bald in einem von Simons Videos. Also sprich wegen neuen Kids bei Ender Games, da gibt es bald Infos. Vielleicht gibt es bald eine echt coole Aktion. Lasst euch einfach überraschen. Wir wollen jetzt einfach noch nicht so viel verraten. Genau, wir wollen hier so einen kleinen Spannungsbogen über die nächsten Tage aufbauen. So in etwa. Sehr gut, ich habe auch jetzt richtig... Simon, wie kann man sich eigentlich bewerben bei dem neuen Projekt? wie geht das eigentlich? Wir haben jetzt in der, also, das haben ja viele Leute falsch verstanden. Ich habe es in der Folge mal gesagt, dass, wie das jetzt funktioniert, dass man halt eine Stimme braucht und so weiter. Aber die Stimmen sind schon alle vergeben. Aber wir haben jetzt in der Konfi geschrieben, dass wir es ganz interessant fänden, wenn wir ein Zuschauerteam, halt wählen, aber dazu nicht die Leute, die jetzt in alle Kommentare spammen, ich nehme mich, sondern bei Twitter jeden anschreiben mit, genau, mit dem gleichen Text, bitte nimm mich mit ins Projekt, bitte. Genau. Und dann irgendwie sondern, @zombie8@ungespiegelt, @gomme@tuddle. Ja, einfach alle. Ja, die Sache ist die, wir werden, wenn es soweit ist, werden wir euch auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid sagen und dann werden wir, werden wir gucken, zufällig Leute raussuchen und vielleicht kriegen dann Leute also aus der Community die Chance, weil wir finden es auch immer wichtig, Leute aus der Community mit einzubeziehen. Die Sache ist nur, die Leute, die dann halt da mitmachen, müssen halt auch aufnehmen und so weiter und so fort. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil sonst spammen wieder alle. Und Leute, denkt einfach dran, die Leute, die jetzt hier spammen, generell überall spammen, die werden nicht dabei sein. So, okay, oh Gott, ich bin jetzt in dem Kampf gekommen. Ja, ich auch. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ich muss mal eben hier... Oh, hab einen. Ich muss ja leider ein wenig abhauen gerade, weil der hat mir schon gut Trefferpunkte zugesteckt. Ich habe nur noch 2 Herzen, deswegen muss ich jetzt wirklich defensiv hier vorgehen. Okay.
So, hoffentlich. Ah, da ist ein Verzauberungstisch. So. Schärfe 1, perfekt. Oh, ich bin reportet worden. Aber ich bin weit weg von allen. Okay, und ich chill hier gerade erstmal schön im Wasser. Ich muss halt dem Motto Delfin auch. Ja, stimmt, ich bin Delfin, war aber diese ganze Runde noch keinmal im Wasser. Was ist eigentlich los mit mir? Boah, ich habe hier gerade so eine coole Aussicht auf den Berg. Und da vorne steht ein Hund auf dem Baum. Boah, wenn du das hier sehen könntest, das sieht echt geil aus. Okay, okay. Hast du Shader drin? Nee, habe ich nicht. Aber im Shader sieht immer alles normalerweise richtig geil aus. Ja, aber hier gerade auch schon allein durch den Nebel, das war gerade richtig cool. So, okay, ich wurde getauscht mit dem Girenterix. Die Namen sind immer so gut. Läuft bei dem. Ich mache mir jetzt schnell meine Rüstung. Mach das. Zack. Was für eine Rüstung? Eine Eisenrüstung schon direkt? Eisenrüstung, komplette Eisenrüstung. Oh, läuft bei dir, ich habe gar kein Eisen. Doch, 5. Oh, cool, dann kann ich mir einen Helm machen. Ich mache jetzt noch eine Diamanthose. Okay, also bei mir läuft auf jeden Fall. Okay, super. Bei mir auch gerade. Ich brauche nur mal irgendwie einen Eisenbrustpanzer. Das wäre schon mal ganz gut. Oder einen Bogen. Ein Bogen wäre auch klasse. Sehr cool, sehr cool. Vielleicht treffen wir uns ja gleich. Komm, wie viele leben denn noch? Aus leben nicht mehr viele Leute. Ich habe halt Angst. Oder ist jemand. Da ist nämlich bei mir ist der Dragon. Bist du das? Nee, ne? Nee, das bin ich nicht. Ich bin dieser Fail-Typ, der Fail im Namen hat. Mich verfolgt gerade nämlich jemand. Yes! Und einer weniger. Cool. Und ich habe einen Bogen dank dem. Cool. Dankeschön. Geil! Was denn? Du glaubst es nicht, was ich gerade gemacht habe, Gomme. Nee, glaube ich auch nicht. Dir glaube ich allgemein gar nichts. Nee, ich habe Lava-Eimer auf den Boden gesetzt. Ja, ich bin gerade hier. Und ja, die Lava geht gerade weg. Genau, und ich habe Lava-Eimer auf den Boden gesetzt, genau, ich habe den wieder eingesammelt. Hab dann mit dem Bogen durch die Lava durchgeschossen auf jemanden und habe ihn zum Brennen gebracht mit einem Feuerfall. Nein! Nein, bitte Gomme, pass auf! Nein! Boah, ist das krass hier gerade. Gomme, oh Gott, ich mache mir Sorgen. Nein! Ich werde es nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen. Ich habe es geschafft mit 2 Herzen. Oh, mein Alter, Herz, ich sterbe hier gleich vom PC. Ja, ich kack mir richtig in die Hose hier, ey. Das wie heißt du? Du heißt Failure? Ja. Okay, das ist mega. Boah, du hast ja die überspannende Runde, Gomme. Ja, gerade mit dem Bogen. Der hat mir so den Arsch gerettet, das blöde Känguru. Das hat mich beinahe down bekommen. Hat ja genau gegen den habe ich gespielt. Den habe ich eben einen Feuerpfeil an den Kopf geschossen. Ja? Ja. Ein Feuerpfeil. Ja, also habe ich dir eben erzählt, ich habe die Lava auf den Boden gesetzt und da habe ich durch die Lava durchgeschossen episch. Und habe den dann verbrannt. Das war, ich wusste gar nicht, dass das geht. Richtig wie krass. Episch, Mann. Das war richtig lustig. Boah, gut, dass du gewonnen hast. Ich bin in deiner Nähe. Ehrlich? Warte mal, bei mir ja stimmt, hier. Oh, vielleicht treffen wir uns gleich. Aber es ist immer gefährlich, dich zu treffen, weil dann kann immer einer getauscht werden. Das ist direkt, ich bin mit dir getauscht. Ah, okay, alles okay, dann können wir wieder. Hallo, hast du Eisen für mich zufällig irgendwie? Wenn wir gerade getauscht worden, sind wir jetzt erstmal sicher. Komm her, dann gebe ich jetzt mal Sachen. Ich brauche hier irgendwie ein Stück Eisen oder so. Oh, perfekt, aber cool. Dankeschön. Okay, und ich habe eine Diamantenhose von dem Typen eben. Boah, krass, und gegen den habe ich gewonnen. Oh, da ist eine Truhe. Mega gut. Wenn man getauscht wird, am besten direkt Bescheid geben. Ja, ich gehe mal ein bisschen weg von dir, weil sonst. Oh, da unten ist einer, komm. Okay, auf geht's, den bekommen wir. Und wir können auch ins Wasser springen, weil wir sind der Delfin. Genau. Hui! Okay. So, den bekommen wir. Damit hat er nicht gerechnet, glaube ich, dass wir so schnell sind. Scheiße, ich kann ihn nicht checken, weil du... Da vorne ist er, da vorne. Weil du zu nah bist. Hä, wo ist er? Hier, bei mir. Bei mir, ich kämpfe gerade mit ihm. Oh nein, komm jetzt. Oh Gott. Der hat einen Enderpelle. Ich hab ihn! Oh nein. Mit dem Bogen. Du killst in dieser Runde killst du einfach jeden hier. Ja, läuft richtig gerade. Ich hab eine Idee. Ja, welche? Wir haben noch außer uns einen Spieler. Wie wär's, wenn du im Wasser bleibst? Oh, jetzt. Ich bin getauscht worden. Oh Gott. Ah, nee, der ist getauscht. Auch... Nee, wir wurden getauscht. Ich dachte schon. Okay. Es wäre etwas kritisch, wenn der jetzt auch Delfin wäre. Und Delfin gegen Delfin ist bestimmt ein spannendes Ding auf jeden Fall. Ich habe ja gerade ein paar Herzen weniger wegen dem Gegner eben. Können wir auch als Delfin den Wasserfall hochspringen? Boah, wie geil. Guck mal. Geil. Wie geil. Den Wasserfall hochspringen. Ui, das ist wieder richtige Achterbahn hier. Richtig cool. So, okay. Aber gleich wird er ja getauscht. Boah, cool, Mann. Richtig coole Runde. Richtig geil. Alter, oh und Gott, auch der Kill vorhin da, ey, das war so knapp, das war richtig knapp. Du hast die Runde einfach abgeräumt, muss man einfach sagen. Du hast, ja, aber du Gott auch, hier, guck dir dich mal an, Alter. Du hast eine Diamantenhose, Schuhe auch? Nee, ich hab nur Diamantenhose. Aber ich sag mal, man muss auch nicht gierig werden, ne? Komm mal ins Wasser, dann haben wir gleich den Gegner auf jeden Fall ein bisschen ausgesperrt. Ja, wir sollten auf jeden Fall beide im Wasser sein, genau. Hui. Lass uns mal schlagen mit der Faust. Oh, jetzt bin ich gespawnt worden. Der Gegner ist bei dir. Du musst es schaffen, Gomme. Ja, ist ja kein Ding hier. Gomme-Mode. Jawohl. Und wir sind beides im Finale. Läuft. Ja, gut, Gomme, dann würde ich sagen. So, warte, lass uns mal irgendwie treffen und dann irgendwie so einen epischen Fight draus machen. Okay, Delfinkampf der Hölle? Delfinkampf der Hölle, okay. Vielleicht finden wir irgendwo ein riesen Wasserbecken. Das wär's natürlich.
Okay, ja, ich habe da wo ich gerade bin, ist ein Wasserbecken. Ja? Kommst du mir? Ja, genau, kommst du mir dann. Okay. Du kannst wieder tracken. Ich glaube, hier ist perfekt. So, ich bin bei dir. Ah ja, cool. Guck mal, das ist ein Riesensee. Okay, warte, ich werfe eben meine Sachen weg. Wobei brauche ich jetzt gar nicht mehr. Geht nee, eben. Können direkt loslegen. Okay, Gomme. Gibst du alles? Ich gebe alles. Und du? Ich geb 110. Boah, wie das hier aussieht. Wir beide hier wirklich in so einer Wasserarena. Richtig geil. Richtig geil. Okay, hast du genug Pfeile und Bogen? Habe ich. Ich habe gerade über den Stack Pfeile. Okay, hau rein. Okay, wir beide. Dann viel Glück, Gomme. Gib alles. Und los. Erstmal ein Brot essen. Lecker. Zack. Zack. Oh, geportet und da kriegst du die Pfeile von hinten rein. Oh. Und du, ah, Spinnenweben kann man nicht unter Wasser setzen. Sagt der Monarchie hier bei Gott bei. Oh, das ist richtig lustig. Der Biene im Wasser, oder? Ey! Zack! Wow, wow! Jetzt pass aber auf, Gomme, jetzt pass mal auf, jetzt kriegst du. Oh! Mit zwei Delfinen im Wasser, das ist echt. Da wirst du bekloppt, oder? Ja, da wird man richtig bekloppt. Wow, mein Gott! Oh mein Gott! Eine kleine Land. Oh Gott, ich hab Obsidian gemacht! Ja, und dadurch hab ich einen Speedboost, Alter! Ach, Obsidianblöcke geben dir alle Speedboost? Alle! Oh. Boah, oh, nein! Knapp. Nein! Yes! Oh, nice boah, gemacht! Cool, coole GG. Runde! Ja, GG. Auf jeden Fall! Boah, GG! Krass! Alter, wie viel Leben hat's am Ende noch? Noch eins! Alter, was? Ja! Alter, das war die richtig knapp! Mega geile Runde! Boah, es hat richtig Spaß gemacht! Ja, Mann! Ja, cool, was Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, dann wäre natürlich eine Bewertung klasse. Wie gesagt, andere Runde gibt es bei Simon auf dem Kanal. Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich mal sagen an der Stelle, das wär's. Simon, was kommt nach einem Tschö? Mit Ö. Richtig.